Hallo und herzlich willkommen zum nunmehr vierten Teil von Transport Viva 2 hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Pasek und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich muss gerade nochmal sagen, ich fange diese Folge gerade nochmal neu an, denn ich habe bereits eine aufgenommen gehabt und habe dann festgestellt, dass aus welchem Grund auch immer mein Mikrofon nicht wollte. Muss ich halt, habe ich gesagt, lade ich einen alten Spielstand und nehme neu auf. Wir hatten aufgehört mit dem Bau des Bahnhofs in Bückeburg. Den würde ich jetzt gerne weitermachen. Ich würde gerne jetzt den Bahnhof Bückeburg verbinden mit Buchholz. Das war vielleicht die erste Bahn fahren lassen können, diese Folge. Dazu würde ich jetzt hier beigehen und würde mir die beiden Gleise hier nehmen und über den Fluss führen und dann ein bisschen am Fluss lang Richtung Bückeburg. Da ich das schon mal gemacht habe, weiß ich jetzt schon, muss die Straße hier so ein Stück wegreißen, damit hier vernünftig rüberziehen kann. Gehen wir also hier ran. Und jetzt nicht wundern, ich habe hier neue Gleise drin, weil ich habe den Natural Environment Schlag mich tot. Project heißt es, glaube ich. Mod jetzt drin. Was das dafür sorgt, dass das ganze Spiel ein bisschen schöner aussehen soll. So, jetzt gehen wir Richtung Fluss und jetzt ziehen wir einmal über den Fluss rüber. Das Ganze kann man, glaube ich, so ein bisschen hochdrücken. Jawohl. So wollte ich es eigentlich eher haben. Wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen runtergehe. Was für eine Brücke nehmen wir denn? Ich hatte, glaube ich, letztes Mal sowas hier genommen. Das fand ich recht hübsch. Aber das brauchen wir mit Säulen. Sieht das ein bisschen komisch aus. Mein Hauptproblem ist, ich möchte es hier unbedingt weiter schiffbar haben. Aber ich glaube, da passen jetzt Schiffe unten drunter durch. Drum lassen wir es so. Ja, dann nehmen wir jetzt das zweite Gleis noch zu. So. Das passt. Nehmen wir das innere Gleis. Wir wollen nicht zu langsam werden. Weil auch wenn es nur nachher eine Regionalbahn wird, soll sie nicht zu langsam durch die Gegend eiern. So, auch hier werden wir wieder Probleme bekommen wegen der Straße, aber das ist einfach das Mittel. Wir reißen sie erstmal ab. So, dann baue ich hier weiter. Auch wenn das jetzt noch ein bisschen komisch aussieht, das passe ich nachher alles so ein bisschen an. So. Gehen wir hier von Bückeburg aus und nehmen die mittleren Gleise, hatte ich mir vorgenommen. Das wir auch ein bisschen langsamer machen, weil wir hier sonst sofort eine Brücke bauen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das mit dem Terrain-Tool so ein bisschen. Oh, das geht ja aber richtig bergab anscheinend. Gleich mal das Ganze noch ein bisschen an. So, gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Er will sofort eine Brücke hier weitermachen. Welchen Kunden auch immer, will er hier nicht anschmieden. Doch, jetzt. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Also. Da baue ich halt hier eine kleine Brücke rein. Dann soll doch hier eine Brücke in die Landschaft. Was nehmen wir denn? So,
Sowas hier? Ja, ne? 90 nur? Nee, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Nee, so hell nicht. So, das nehmen wir. Und dann easy nur noch anschließen. Nur an das linke Gleis, bitteschön. Ach nein. Da hat er sich doch noch einen Tunnel gezogen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ach. Na, ja, reißen wir den Tunnel wieder komplett ab. Und meine Frau nachher wieder sagen, ob es zu laut ist oder nicht. Denn ich selber höre mir meine und sehe mir meine Videos nicht an. Weiß nicht, wie es euch geht. Es fühlt sich komisch und hört sich komisch an, wenn man seine eigene Stimme über Lautsprecher hört. Das ist nicht so meins. So. So diese Richtung, genau. Aber man muss das hier wirklich Stück für Stück machen, sonst will der hier mit Gewalt. Einen Tunnel ziehen. Steigung zu groß. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Hier. Müssen wir ein bisschen früher berg. An. Nein. Wollte eigentlich keinen Tunnel hier drin haben. Anders. Gehen wir von hier mit dem äußeren Gleis so ein bisschen hier rüber. Weil niemand sagt mir, dass ich hier nicht so ein bisschen um den Berg rum kann, ne? Machen wir hier so ein bisschen um den Berg rum. So. 30, jetzt ist das Stück noch weg. Schließen da an. Guck an. Klein bisschen Tempo kriegen wir und verlieren wir dadurch. Aber nicht wild. Jetzt das zweite Gleis daneben. Und dann haben wir es schon miteinander verbunden. Aber vorhin sah das doch ein bisschen anders aus. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Was ich jetzt mit euch noch zusammen machen möchte, ist hier am Bahnhof ein klein bisschen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ziehen wir hier einmal kurz den Boden ein bisschen glatt rund um den Bahnhof. Dann malen wir einmal auf die Schnelle mit Asphalt. Gieß, gieß, gieß. Asphalt. Hell. Kleines Werkzeug. Noch kleiner. Malen das hier einmal. So. Was habe ich vor? Ich will schnell ein paar Parkplätze setzen. Müssen wir nochmal gucken. Parkplätze sind hier. 10 Stück. Passen genau hier hin. Jetzt müssen wir es ein klein bisschen nach oben holen.
1. Gleich hier. Gucken wir mal, ein bisschen tiefer müssen. Das Ganze einmal. So, dann setzen wir hier auf die Schnelle ein paar Autos noch hin. Jetzt muss ich nur gucken, wo das war mit den Autos. Das ist immer ich und mein. Das ist der Parkplatz gewesen. Und Parkplatz ersetzt. Aber das macht nichts. Ich wollte hier eh noch. Die Ticketmaschine macht ja Sinn. Sowas hier. Ein bisschen tiefer setzen, das Ganze. So. Und das hier auch gleich so ein bisschen nach Parkplatz auch wirklich aussieht. So. War ich am überlegen, wo hatte ich die Autos? Nee, hier nicht. Hier nicht. Warst du hier? Nein. Nee. 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 Hier vielleicht? Nee. Ich habe mein Gedächtnis. Hier, Auto? Nein. Nee. Das gibt's ja nicht. Ja, ja, was man nicht im Kopf hat. Nee, das sind Häuser. Das ist manchmal echt wie vernagelt. Aber hier, davon wollten wir doch. Auch so ein paar Leute. Ne, so ein paar Kinder würde ich gerne hier auch noch stehen haben mit ein paar Erwachsenen. Natürlich auch ein paar Frauen dazu. Warum hier solche komischen Eisverkäufer bei sind, weiß auch keiner, ne? So. Okay. Irgendwie ist mein Parkplatz jetzt hier weg. Sachen gibt's. Ich hatte doch hier einen Parkplatz gerade gesetzt, oder bin ich jetzt. Meine Ticketmaschine ist weg. Komisch. Das hatte ich auch noch nie, dass das hier alles komplett verschwindet. Ist mir auch neu. So. Jetzt aber, wo zur Hölle meine Autos?
Ach, wisst ihr was? Das mache ich nachher im Off. Weil finde ich jetzt anscheinend gerade nicht auf die Schnelle wieder. Hier sind nur Räumkes. Ist das von Imp alles drin? LMGs war es nicht. Herz war es nicht. Gucken wir mal so auf die Schnelle durch. Werbeschilder. LKWs, Häuschen, LKW, Auto ersetzt, da sind sie. Habe ich jetzt hier eingesetzt? Oh ja, das wollte ich nicht. Moment, du weg. Ich wollte nämlich aus dieser Ära, zack, Kollision, ja. Mach mal ohne Kollision. Hier, du, Pickup. Kleinwagen. Drehen wir sie mal. War ein Pickup. Stehen wir lieber hier hinten nochmal hin. Ich will nicht so viele Pickups haben. So, und ich treffe auch mit Absicht nicht ganz so genau. Soll ja wie im echten Leben sein. Guckt euch da mal eine parkende Autoreihe an. Da parkt niemand immer hundertprozentig in seinen Linien. Das versuche ich hier so ein bisschen nachzubilden, indem ich es auch nicht perfekt setze. So. Was wir noch machen müssen, ist ein Depot bauen. Und da hatte ich mich auch letztes Mal zu entschlossen, und das will ich jetzt auch gerne wieder machen, ein Ringlokschuppen. Gebäude, Depots, Ringlokschuppen. Und den setze ich ungefähr hier hin. Was ich hier noch drumherum mache, muss ich sehen. Natürlich kommt hier noch was. Muss sehen, ob ich es im Off mache oder mit euch zusammen. Was ich jetzt noch brauche, ist eine Weiche, die hier so quer rüber geht. So von hier nach hier in etwa. Einfach, damit wir mit dem Depot auch an fast jedes Gleis rankommen. Mal so. Und jetzt einmal ein Gleis von hier nach hier. Jawohl. Und jetzt setzen wir erstmal noch Signale. Hier bei der Ausfahrt hätte ich liebend gerne so ein Signal. Und hier auf unserer Strecke, da haben wir nämlich auch noch nichts. Jetzt mal so im Abständen von 1000 Metern. Ein Signal. Dann würde ich sagen, brauchen wir ungefähr... Wohl brauchen wir nicht. Wir brauchen hier ein Signal, damit er hier stehen bleibt und nicht reinfährt, wenn irgendwas anderes kommt. Hier fahren wir lang, kommen hier an, brauchen dann ein Signal kurz vor der Weiche, setzen wir das hier hin, dann brauchen wir ein Autosignal von hier bis hier oben, gucken wir, dass er hier nicht doppelt und dreifach was reinsetzt, da sitzt eins, ja, da sitzt es gut. So, dann brauchen wir natürlich eine Linie. Und zwar eine neue Linie, nein, nicht vom Güterbahnhof aus, vom Personenbahnhof aus, nach Bückeburg und zurück. Natürlich in einer anderen Farbe. Ich muss mal gucken, meine Farben sind aus. Das muss ich gleich mal zwischen den Folgen wieder einschalten. Und ich würde gerne zweigleisig. Gucken wir mal, wo er anders einfahren muss. Vermute mal, hier muss er anders rein. Buchholz Hauptbahnhof. Da ist er momentan auf 11. Ja gut, wenn er irgendwo so auf 12 fährt oder so.
Zack. Fährt er hier rüber. Dann müssen wir gucken, ja, wo er hier reinfährt. Aber hier keine Option, wo er rüberfährt. Nee, Tatsache. Wir müssen also hier ihm nochmal den Weg nach draußen geben. Nochmal wechselt hier von vorne. Ich von hier so nach da rüber. Also quasi so hätte ich das gerne. Zack. Und jetzt fährt er auch zweigleisig. Sehr schön. So, und vorhin hatten wir es auch, dass ich mir hier schon ausgesucht habe, was für ein Zug hier fahren soll. Aber ich will hier eben noch das Gleis weiter gerade rausziehen. Nein, gerade sagte ich. So. Jetzt gehen wir hier ran und ziehen es parallel. So möchte ich das haben, weil die zwei Gleise sollen auch noch raus. So, jetzt gehen wir mal hier ran. Und ich hatte mich dazu entschieden, als Züge die BR111, denn das war die allererste Bahn, die ich damals für meine Modelleisenbahn hatte. Das weckt so ein bisschen Erinnerung. Warum hätte ich gerne die als Triebwagen? Und dann hatte ich mich dazu entschlossen, ich weiß, das ist, passt nicht ganz, weil es kein Rheingoldwagen ist, aber er hat die passende Geschwindigkeit und passt farblich recht gut dazu. Deswegen hiervon ein paar Waggons. Um 200 Meter lang sollte jetzt erstmal reichen mit 100 Kapazität. Davon wollte ich dann zwei Züge nehmen, diese kaufen und auf unsere neue Linie setzen, die natürlich noch einen Namen kriegt. Das ist nämlich eine Regionalbahn von Hukold nach Bückeburg. So, und da kommt sie auch schon rausgefahren und dann fahren wir mal eine Runde mit. Falscher Zug? Nein. Und dann fahren wir jetzt erstmal in den Bahnhof ein. Anders an, das sieht schon schön aus, wenn der hier so reinfährt. Ne? Das ist schon schön gemacht. So, jetzt hat er sich einmal gedreht. Und jetzt fahren wir mit rüber nach Bückeburg. Wartet der nächste Zug
auf die Freigabe und jetzt geht's los. Mal sehen, ob er mehr Dampf macht. Das ist ja nicht wunderschön. Der gefällt mir. Was ich euch nicht vorenthalten könnte. Gehen wir mal ins Cockpit. Guck mal hier hinten mit den Anzeigen, wie es die auch im echten gibt. Hier ein Dienerpult. Und schön gemacht die Zug dazu. Der kommt so. Haben wir hier mal bei dem Stromabnehmer mit. Und fahren mit dem Zug jetzt bis Bückeburg. So, 140 hat er jetzt. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum, dass die Züge auch besser besetzt werden. Da bauen wir dann den öffentlichen Nahverkehr in Bückeburg und in Bückholt aus. Dass wir da eine Straßenbahn kriegen. Ich meine, in Bückholt fährt auch ein bisschen die U-Bahn noch, aber dass die Straßenbahn noch die U-Bahn versorgt. Und in Bückeburg generell die Straßenbahnbusse. Mal gucken. So, hier geht es ein bisschen bergauf. Und dann kommen wir jetzt nach Bückeburg rein und mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Wiedersehen.